What you want? We hang with them ballers, we don't even ball. I just motherfucking started, now I want it all. Most rappers retarded, they can't rap it all. I knew all this shit would happen before it started. Too much money in your pants, probably why. Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Und in dem heutigen Video werden wir mal auf irgendetwas reagieren, was ich euch gleich erzählen werde. Oder ihr habt es schon im Thumbnail gesehen. Aber wir werden heute auf eine Folge BMSC Total reagieren. Ja, das ist halt für ein ultra altes Projekt. Also, weil wir das Jahr ungefähr 2 Jahre alt ist, das Projekt, und boah. Wir werden mal die Folge anschauen, wo ich dabei bin, weil normalerweise hat das ja Stefan geführt. Und ja, entschuldigt, wenn der Ton jetzt ein bisschen scheiße ist. Das liegt daran, dass sehr viele wissen, mein Mikrofon ist kaputt gegangen. Ich habe nur den Arm jetzt behalten, weil ich ja einen neuen Mikrofon bestellt habe. Und ja. So, fangen wir an. Das hier ist jedenfalls, ja, und mich nervt gerade auch, dass die Tür offen ist von unserem Studio. Regie, mach dir bitte die Tür zu. Regie. Ich war ja, wie sehr viele wissen, der Regisseur. Heute, ja, die Adventure bricht an. Alter, der Schatten, Bro. Man hat es so gesehen, dass da ein Schatten war. Okay, nein, doch. Quasi schon, Freunde, über YouTube. Ja. So. Ihr seht mich gerade schon wieder nur halbwegs. Regie, ihr haltet bitte mal diese wunderbaren Schilder oder diese wunderbaren Schilder bitte wieder von der Kamera. Ja, erstmal abonnieren bitte. Dann die Glocke aktivieren. Das dreht ihr bitte so um. Also Glocke aktivieren. Liken. Ja, und weiter geht's. Und go. So. Die Regie. Dann. Ja. Hopp. Da habt ihr gerade die Haare von der Regie gesehen. Ja. Schön. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind total. An dich, Benze. Bitte komm mal her. Hey. Ja. Hey. Digga, was machen? Ja, wir mussten auch dazu sagen, da war ich ja nur 12. Ja, apropos Jahre sein, ich werde morgen, also am 2. September, 14 und Benze Gaming, also BMSC, Benze und Tuna Gaming und Benning wird, so gesagt, 2 Jahre alt. Also eigentlich nur Benning, weil BMSC und Benze und Tuna Gaming wurde aufgelöst, ja. Aber ja, schon weiter. Und wenn ich bei Instagram vorbei schon, ich werde da täglich an dem Tag hochladen. Was ist der Name? Benze? So, hallo. Wie geht's denn heute? Wie schon gesagt, nur kurz noch einmal an euch, like das Video und lasst ein Abo da gerne auf BMSC oder auf BMSC kochen. Ja. Ja. Ja? Also eigentlich, wie findest du eigentlich das neue Projekt BMSC Total? Das interessiert mich gerade, weil es ja unser neuestes Projekt ist. Ja, also wie sehr hast du sehr viel Arbeit reingesteckt? Ja. Das gefällt mir. Man muss Stefan echt geben, er hat wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt. Also, das war halt ultra mega viel Arbeit. Er hat sein ganzes Studio umgeräumt und das, ja. Und dann kommt nochmal die Roomtour online. Ich glaube, nach dieser Video wird es schon online sein. Ja, also schaltet unbedingt ein. Nach diesem Video die Roomtour, dann seht ihr, was sich alles verändert hat. Ja. Okay. Cool. Also ja. Jedenfalls mega. Ja, wir haben auch eine bessere Belichtung jetzt. Ja. Also, es war so. Wir hatten eine Lampe, der nicht gerade stehen konnte. Dann war da eine neue Lampe
Aber der konnte schon gerade stehen, aber war halt fast umgefallen. Also, ja, eine bessere Lampe war es, glaube ich, nicht. Komm, tu mir meine Augen, wir werden dann wieder in die Kamera schauen. Ja, Benze, du hast dir doch gerade auf YouTube angeschaut, welches Video von uns die meisten Aufrufe hat. Welches wäre das denn? Ja, und zwar unser erstes Video. Und zwar unser erstes Video von BMSC. Da gab es ja gar nicht den Monitor-Unboxing. Achso, okay. Check das unbedingt aus, wenn er ich dachte schon, hat. Ich sage Monitor-Unboxing. Ja. Wie viele Aufrufe hat es denn? Also, es hat, wie ich weiß, ungefähr. Du hast dich so gerade angeschaut. Ja, okay, das stimmt. 249. 49 Aufrufe. Also 249 Aufrufe. Leute, das ist doch eine Heidenzahl. Eine heilige Witzgezahl. Zurzeit hat es, glaube ich, 500. Aber ich kann es mal kurz nachschauen. So. Ich muss kurz halt. Also, ich kann ja auch Datum. Ja. Hier. Da seht ihr, wo 500 steht. So. Schauen wir weiter. Gut. Also fast 250. Cool. Ja. Weißt du eigentlich, wie viele Aufrufe unsere alle Videos zusammen haben? Ich habe über 1000. Ja, über 1000 Aufrufe. Über 1170 ist das. Ja, weißt du, ja. Ist es? Warte kurz, wenn ihr wollt, kann ich nachschauen. Jetzt kann ich nicht. Nein, glaube ich gar nicht. Ich weiß. Ja, zu weh. Ja, jetzt bist du dies. Darauf kann ich ja schon stolz sein, wenn ja da nur 1170 war. Das war am Anfang. Und das war jetzt ungefähr vor, ja, jetzt sind das 2 Jahre her und ich habe jetzt 12.000. Also, schon eine Steigerung. So, aber jetzt kommen wir mal. Jetzt haben wir die 700 ungefähr. Jetzt kommen wir jetzt mal zum richtigen Teil. Es funktioniert so. Ich stelle unseren Gast Benze, Mann, Simon oder wem auch immer, im Keo hat da irgendwas, ich habe gerade die Nummer von ihm, Fragen und sie müssen ehrlich antworten. Oh, okay. Also, es sind jetzt nicht solche Fragen wie, mir bist du verliebt, das sind nicht solche Fragen. Ja, das ist klar. Ja, erste Frage an dich. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, mit YouTube zu beginnen? Also, ich musste euch noch dazu etwas erzählen. Und zwar, nicht wir zusammen zu viert sind darauf gekommen, einen YouTube-Kanal zu starten, sondern ich mit einem anderen Freund in der Volksschule. Ja. Also, ja. Und zwar bin ich so auf das gekommen. Ich wollte dann immer anderen Videoplayer, also Video, die Creator Videos machen. Etwas zurückgeben. Content Creator, um genau zu sein. Mir gegeben haben. Und dann habe ich mit meiner Mutter recht viel gesprochen. Und einmal hat sie es mir erlaubt. Und zwar haben wir darüber geredet, dass wir, wenn ich 12 bin, also einen YouTube-Kanal eröffnen können. Es war so, wir wollten. Eröffnen darf. Also kann, konnte ich schon damals, aber mit dürfen. Mit Stefan, Marius und Simon. Sondern mit einem anderen Freund, was Privates. Ja, der beginnt. Ich weiß nicht, was sein Name, aber ich glaube, es war irgendwas mit T. Ja. Weil er eigentlich ein Name für den YouTube-Kanal war. BTC. Ja, BTC. Ja. Benze Thomas irgendwas. Ja, Benze Thomas Channel. Ja, genau. Ja, also immer schon. Da wurde es ja übernommen, dass es BMS, also BMC war es dann. Einmal gedacht, also wegen Marius, weil ich wollte das eigentlich nur mit Marius. Dann ist da Stefan dazu gekommen. WMSC und dann meine Kamera spielt ein bisschen gerade und dann ist ja Benson Unangemi gekommen wegen BHG, dann BHG und Benning Benson Gaming. Ja, ja, wer war der nächste dazu gekommen ist, dann haben wir es nicht gemacht, den Channel, weil wir
schon in die Mittelschule und die Gymnasium gegangen sind und keine Verbindung hatten, wie wir das reden. Ja. Danach habe ich Marius dann dazu geholt. Das M, das jetzt für diesen Kanal macht. Entschuldigung. Ja. Ist halt wahrhaft leider so. Dann wollte Stefan mitmachen. Ja, da muss ich kurz eine Story dazu sagen. Einfach gedacht, immer, dass ich nur eine Kamera habe. Ja, also, ja. Das war wirklich so. Studie, wenn ich mich nicht durchgesetzt hätte und solche Videos gemacht hätte. Ja, genau. Und dann hat Stefan Simon dazu geholt. Ja. Das war nämlich, da muss ich jetzt mal ergänzen, nämlich war das in einem Tag, wo Simon bei mir war, also hier im Studio. Wir haben halt Videos aufgenommen, er war halt dabei. Schön und gut. Ihm hat halt, er war eigentlich vorgesehen, dass er beim Chiroraptor dabei war. Ich kenne den Chiroraptor auch persönlich. Ja, ich nicht. Er kennt ihn nicht, aber ich glaube ich auch schon. Also, ja. Jedenfalls war es eben vorgesehen, dass Simon dabei ist, aber dann, ja, hab ich ihn zu uns dazu geholt, weil wir halt mehr machen als dieses nette Chiroraptor. Lol, ich weiß sogar, warum die Kommentare deaktiviert sind. Das machen nicht wir. Also, ich habe es zum Beispiel noch nie gemacht, dass ich die Kommentare deaktiviert habe. Ja. Und dann waren Leute am Ende beim Endkartonik-Gesort. Ja. Und dann, ja, am 2. September haben wir ja eben unseren Kanal erstellt. Geht einfach auf dieses runde Zeichen, wo unser Name drauf ist, drückt einfach drauf und dort seht ihr dann sofort unser erstes Video. Ja. Gemacht. Also nicht nur das Ding. Ja, also. Also ein Kastchen, wo BMSC geschrieben ist. Ja, und ja. Und dann genau. Steht das, so, das ist zwei Fragen. Okay. Wie viele Abonnenten würdest du gerne am Ende des Jahres haben? Wir haben gerade 38 Abonnenten. Ja. Das müssen wir schaffen. Warte, ich muss kurz schauen. Okay. Ich muss kurz schauen, wie viel Speicher ich gerade habe. Ja, Leute, wir machen. Da habe ich halt. Da sollte ich lieber etwas Cut reinmachen. Aber da wusste ich es so. Bis gleich. Ja. So, schön, mit dem kurzen Cut, wir sind wieder da. Ja, also. Wie viele Projekte hättest du gerne am Ende dieses Jahres? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ungefähr 43? 43 Moment? 45? Ja, okay. Leute, schaffen wir die 45 Abonnenten? In diesem Jahr. Like bitte mal das Video. Ja, so. Dritte Frage. Ja? Haben wir Instagram, Facebook und Twitter und Snapchat? Oder haben wir eins davon nicht? Also, es ist so, Benning hat, zurzeit, der Instagram-Kanal wird nicht geführt. Ich hab's auch schon vorgehabt, es zu löschen. Aber Twitter hat BMSC ebenfalls nicht. Aber das liegt auch daran, dass ich da nichts poste oder so. Snapchat ebenfalls nicht. Ja. Ja, wie heißen wir dort? Und Facebook haben wir schon, aber das wird auch nicht geführt. Wir haben Instagram. Instagram wird halt wirklich unter nur meinem geführt. Aber ich bin ja auch alleine, also das ist halt ungefähr dasselbe. Facebook, Snapchat. Nein, Snapchat haben wir nicht. Twitter haben wir. Dafür, ja. Und den Namen weiß ich nicht genau auswendig, aber bei wo unser Kanalbeschreibung steht, da unten sind die Links verlinkt, wo man drauf. Unbedingt auschecken! Und ich verlinke es auch auf diesem Video. Er probiert es zumindest. Ja. So. Habe ich es geschafft? Habe ich es geschafft? Nein, habe ich es nicht. An dich. Ja, wie bist du auf die Idee gekommen, dein Laptop hinterm Tablet hinterm auschecken? Und nun die vierte Frage. Geht an euch da draußen, hinterm Handy, hinterm PC, hinterm Laptop hinterm Tablet hinterm iPad. iPad ist ja. Also, wenn es dir gesagt hat, würde ich gerne 45 Euro am Ende des Jahres schaffen. Glaubt ihr, die schaffen wir? Wenn ja, wann schreibt mal bitte unten in die Kommentare. Das würde mich nämlich interessieren. Die Kommentare sind deaktiviert. Ich kann es euch auch gleich zeigen, warum. So, lala. So schnell kommen wir zur fünften Frage. Wann hast du vor zu streamen?
nach 10 Minuten bei der fünften Frage. So schnell war ich sein. Weil das vor uns ist Stream. Oh shit. Okay, dann jetzt immer Stefan das fragen will. Ich bin wütend, dass ich immer Streamer, der nicht was macht. Okay, er macht schon was, aber ich Streamer. Ja, und zwar, Leute, wir wollten einmal Season 7 streamen. Ja? Und ich hatte einfach keinen Bock. Wisst ihr warum? Warte, Chain! Chain! Und genau deswegen. Also. Wenn man in Videos schreit oder sowas, dann werden die Kommentare geblockt. Ja. Also, ja. Weil ich erstmal die nur aus diesem Ausdruck wollte. Hallo, ich bin Frau. Du hast einmal ernsthaft gespielt! Stefan. Hallo. Willst du nicht? Nein! Ich will jetzt, glaube ich, auch nachschauen, wann ich gestreamt habe. Morgen! Morgen habe ich keine Zeit! Übermorgen! Ja? Am Morgen! So, wartet. Also, dieses Video war am 11.12. So. Okay. Und ich habe ja gesagt, übermorgen. Was ist der? Übermorgen. Es hat doch perfekt geklappt. Ende! Ja, so. Sechste Frage vom netten Löwen TV. Wir. Was ist denn da? Ich habe in unserem ersten Video es gesagt, wie viel Jahre. Ja. Trotzdem, 12. Siebte Frage von Adrian Pavlovic. Was erwartest du dir im Jahr 2019? Weiß ich. Also, erstmal, ich erwarte mir, dass wir Champions League runter haben. Ja, das ist. Das haben die bis heute nicht, also ja. Ja. Weil wir haben jetzt ja die ganze Basketball. Ja! Nein! Ja! So. Switchen wir kurz zum Chillercamp? Chillercamp. Wir switchen jetzt mal kurz zum Chillercamp mit 3, 2, 1. Ja! Leute, sind wir wieder? Alter! Diese Zeit, also diese Switch-Scheiße und diese Teleportation ist mega geil. Ja. Man merkt hier gar nicht, was wir eigentlich da machen. Sollen wir wieder zurück? Ja, gehen wir weg. Boah, bist du ja auch schon da? Ja. Boah. Teleportionsreisen sind wirklich anstrengend. Ja. Ja. Und was machen wir hier jetzt? Die das? Und ich gebe jetzt. Ja, jetzt musste ich ein BMST total voll gemacht. Warte. Eine BMST. Total schon. Alleine vorbereitet. Ich teleportiere mich kurz weg. Wir sehen uns gleich wieder. BMST total Folge. Folge, ja. Okay. Ihr wisst jetzt von dem anderen BMST total zusammengestellt. Ist das jetzt eigentlich? Das kann ich nicht da. Ja. Ja. Ich bin der Werner außerdem. Okay, Leute. Legen wir mal. Wer das jetzt nicht weg. Also wusste, das ist sehr schön. Das ist hier total Video. Also, als erster Platz. Als zweiter von Lorende ein Song. Und zwar Million Das. Million von Das. Ich kenne das mal, das war der Platz zwei damals. Ja. Eigentlich ist das gleiche, was letztes Mal war. Minecraft und Sims.
sind mal wieder in einem Dreck. Ja. Ich glaube, der Steffen ruft mich gerade an. Der kommt wahrscheinlich. Ja, ich löse ihn eigentlich jetzt nur ab. Ja. Weil der war kurz weg. Also ich bin gleich wieder da. Okay. Ich stehe da. Philips. Und zwar König der Löwen. So ein türkischer, glaube ich. Okay. Also, zweiter Platz türkischer, irgendwas, Balu und Chukol oder sowas. Schau mal. Hi! Schau mal, Musik auf der ersten Platz. Dann wieder dieser Loranda, Million Das. Das Million Das. Oh ja. Oder sowas, ich weiß nicht. Dritte Folge. Ja, liken. Abonniert. Ja. Liken. Warte, ich will mal kurz noch die Endcard anschauen. Da hatte ich überhaupt denn? Er liegt da drin, das eins und zwei. Ja, eins. Ja, habe ich auch. Okay. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Channel, nicht zu verpassen. Und ja, bis zum nächsten Mal.